Wir haben hier die nächste Pflanze, das ist Luzula nivea. Pardon. Die Schneemarbel, ihr seht selber, wenn sie dann blüht, weiss, hat sie wirklich so mit der Angina, sie hat es draufgeschneit. So, von der Teil der Name. Ist eine einheimische Pflanze, das Gras, einheimisch und vor allem wintergrün, das könnt ihr noch aufschreiben. Kommt sehr gerne im Halbschattenbereich. Gehölzrand oder Gehölz, genau, das ist so das. Wird relativ gross, also so zwischen 40 und 60 cm. Ein wunderschönes Gras und ich versuche euch das hier ein bisschen näher zu zeigen von der Blüte her. Voilà. Das ist der Blütenstand, ganz fein, kommt daraus raus. Der Blütenstiel ist beblättert, das sieht man gut. Und was ich euch zeigen möchte, ist, vielleicht kann ich es hier so ein bisschen im Gegenlicht. Genau. Das noch scharf stellen. Voilà. Wenn ihr hier Blätter seht, seht ihr, die sind sehr fein behaart auf der Seite. Von dort her könnt ihr die Schneemarbeln sehr gut erkennen mit diesen feinen Härchen, die eigentlich überall dran sind, an den Stellen wie den Blättern. Also man sieht das überall. Wenn ihr dann ein bisschen näher schaut, seht ihr überall die Blätter mit diesen feinen, feinen Härchen dran. Das ist Luzula nivea Schneemarbel.